Warum engagierst du dich in Kooperationen zwischen Hochschule und Zivilgesellschaft? Da gibt es nicht nur einen Grund, da gibt es viele verschiedene Gründe. Ich fange mal damit an, dass ich in meiner damaligen Funktion als Regionalgeschäftsführer des Paritätischen ganz oft gehört habe, dass Studierende, wenn sie Examen haben und dann in die sozialen Organisationen kommen, immer unzureichender vorbereitet sind auf die Praxis. Und da sah ich in Service Learning eine ganz wunderbare Möglichkeit, Studierenden schon während des Studiums relativ frühzeitig schon Praxiserfahrung zukommen zu lassen. Und wir haben in Kassel diesen Bereich des fachintegrierten Service Learning sehr stark entwickelt, weil es uns so darum ging, dass eine sehr wertvolle Expertise der Studierenden, die jetzt nicht irgendwie nur kommen, um eine gute Tat zu tun, mal einen Rollstuhl zu schieben oder mal beim Kaffeekochen zu helfen oder so, sondern die dann ihr kognitiv erworbenes Wissen von der Uni dann dienend in gemeinnützigen Organisationen anwenden. Und das sind für die gemeinnützigen Organisationen, für die ich ja dann auch so in erster Linie gearbeitet habe, in den allermeisten Fällen ganz, ganz wertvolle Geschenke, die sie sich sonst gar nicht kaufen könnten, die so auch nur bedingt auf den Markt zu bekommen wären. Und das haben die sozialen Organisationen auch sehr schnell erkannt und von daher ist es mittlerweile so, dass in verschiedenen Bereichen da finden Castings statt. Ich sage das mal so in Anführungsstrichen, dass soziale Organisationen sich um Studierende bemühen, die dann auswählen können, oh, dieses Projekt, dieser Vorschlag spricht mich an, da würde ich ganz gerne hingehen. Und dann gehen auch manchmal soziale Projekte leer aus und müssen dann im nächsten Semester wieder antreten und in den meisten Fällen haben sie dann Glück und finden dann dort Studierende, die bei ihnen arbeiten wollen. Und das sind dann Bedarfe, die da geschildert werden, jetzt zum Beispiel bei Germanistikstudierenden, da geht es um Sprache, Überarbeitung von Selbstdarstellungen, von Imagebroschüren, Neutexten von Websites, weil man gemerkt hat, einfach nur das, was man vor 10 Jahren aufgeschrieben hat, jetzt ins Netz stellen, das funktioniert nicht, da braucht man andere Sprachen und so. So sind diese beiden Bereiche total miteinander verbunden und für die Studierenden ist es natürlich, sehe ich ja auch, ein großes Geschenk, dann jetzt nicht nur für irgendeinen Credit Point irgendetwas gemacht zu haben, sondern etwas gemacht zu haben, was die Welt braucht. Ja, das sind so Momente, von weswegen ich mich an dieser Stelle engagiere. Auf der anderen Seite sehe ich da mein Credo, was ich mir vor vielen Jahren mal selber gegeben habe, keine Projekte mehr zu machen, bei denen es auch Verlierer gibt, sondern nur Projekte zu machen, wo alle Beteiligten Gewinner sind, einen Nutzen haben. Und ich sehe, dass die Lehrenden da auch einen großen Nutzen davon haben. Die gehören ja auch mit dazu, zu einem gut funktionierenden Service Learning. Wie begeistert die sind, jetzt nicht mit aller Gewalt versuchen zu müssen, irgendetwas mit einem Trichter in die Köpfe der Studierenden hineinzubekommen, sondern dass sie von den Studierenden gefragt werden, hier, wir haben folgende Aufgabe, folgendes Problem, wir brauchen Know-how an der und der Stelle. Du bist unser Dozent, hilf uns so. Also ich vereinfache das jetzt mal so. Ne? Gefragt zu sein als Lehrender und dann auch so die Begeisterung der Studierenden dann auch zu sehen und dass die manchmal sagen die, ja mein Gott, ist das denn verantwortlich, dass die in ihrer Freizeit und in den Semesterferien dann immer noch weiter an diesen Projekten arbeiten. Aber das ist dann das ehrenamtliche Engagement, was aus diesem fachintegrierten Service Learning dann auch erwächst. Also die Studierenden haben davon, die sozialen Organisationen haben was davon, die Lehrenden haben etwas davon und die Gesellschaft insgesamt und überhaupt hat etwas davon. Und insofern war das für mich, ich habe auch was davon. Ich konnte einen Beitrag dazu leisten, dass eine solche Methode an deutschen Universitäten in immer größerem Maße Einzug hält.